Ich freue mich, dass du dir dieses Video anschaust und es möge mir gelingen, in Kürze aufzuzeigen, was mein Angebot an dich ist mit der Form, die da heißt, eine Reise in diesem Jahr deinen Lichtkörper zu entfalten. Dieses wunderbare Instrument Flöte möge mir auch dabei behilflich sein, dir zu erklären, was damit gemeint ist. Sieh es in der Form, dass hier auf dieser unteren Ebene deine Person zu Hause ist, so wie du dich selber kennst als Mensch mit deinem Namen, da wo du wohnst, das was du bist, was du arbeitest, wo du eingebettet bist sozial. Und hier oben auf dieser anderen Seite ist dein Spirit, etwas Energetisches, was auf sehr kraftvolle Weise mit dir in Verbindung steht. Und was meine ich mit der Reise, deinen Lichtkörper zu entwickeln? Ich persönlich nehme wahr, dass wir in diesem Jahr 2021 die Möglichkeit haben, all die feinen Frequenzen und Schwingungen, die uns zur Verfügung stehen aus diesem kosmischen großen Raum, zu nutzen, um unsere Person zu durchlichten, dass wir Begrenzungen aufbrechen, dass wir immer mehr diese Verbindung, dieses Rohr öffnen, um wieder Person und Spirit in Einklang zu bringen, all die Hindernisse zu entfernen. Und zum Verdeutlichen von meinen Worten gerne nochmal auch eine Zeichnung. Etwas habe ich schon angefangen. Hier unten wieder diese Symbolik von Mensch, Person, du. Mit deinen benannten vier Körpern, was dir bekannt ist, der physische Körper, dein Körper mit all deinen Stimmungen und Emotionen, der Körper deiner Gedanken und der Energiekörper, der wieder in Verbindung geht mit diesem großen Energiefeld. Hier als Symbolik wieder diese Flöte. Du kannst auch deine Wirbelsäule so einsetzen. Und jetzt ist die Möglichkeit über unsere gemeinsame Reise, dass du Stufe für Stufe diese Blockaden, diese Einbindungen beginnst zu öffnen, damit die Person und dein Spirit wieder miteinander im Flow sind und miteinander strömen und fließen und du so in deinem Leben dich ausweitest und dein Lichtbewusstsein auf der Erde verkörperst. Ja, solltest du Fragen haben, die jetzt bei der Kurzerklärung aufgekommen sind, melde dich gern per E-Mail oder telefonisch. Und angedacht ist, dass wir uns zweimal im Monat am Abend über Zoom treffen. Nähere Informationen findest du auf der Homepage. Danke für deine Aufmerksamkeit. Aho!